Neue Woche, neues Glück, wenn ich richtig eingetragen habe. Ich finde es immer noch mega lächerlich. Ich hatte jetzt auch keine lange Pause dazwischen. Deswegen habe ich es noch nicht verdauen können, was hier passiert ist an der Scheiße wieder. Unfassbar. Vielleicht seht ihr es ja komplett anders. Ich bin da mal auf eure Kommentare gespannt. Aber ich fühle mich einfach nur wieder komplett vom Spiel verarscht. Ich weiß nicht, wie man als so viel bessere Mannschaft dann so verarscht werden kann. Ich meine, hier steht, dass Dortmund viel mehr Schüsse aufs Tor hatte, aber haben die das Spiel nicht gesehen? Die schreiben auch, der Schiri hat die Partie ganz hervorragend geleitet, Alter. Der Elfmeter war niemals ein Elfmeter. Und den Nachschuss, den darf der niemals reinmachen, aber meine Spieler, die rennen lieber vom Ball weg. Bayern gewinnt gegen Leipzig 3-1, Leverkusen gewinnt 3-0, Freiburg gewinnt 2-1, Bremen gewinnt 2-1, Hamburg, Paderborn 1-1, Gladbach 1-1, Hoffenheim gewinnt 4-1, Schalke gewinnt 2-0 und ja. Wir sind damit dritter Platz, ist immer noch Champions League, aber zweiter Platz. Wer für die TV-Gelder besser, wer für unser Management besser und auch für die... Ach, ich habe echt keinen Bock mehr auf das Spiel gerade, ey, das ist so zum Kotzen. Das ist echt so zum Kotzen, dass du so verarscht wirst, ey. Reus in der Hälfte des Tages, was hat der gerissen? Der hat ein Elfmetertor im Nachschuss verwandelt. Blaschikowski, auch kaum gesehen. Zieler war der Einzige, den ich bei Dortmund gesehen habe. Und Lasogga, der sich immer durchgelackt hat, ey. Boah, hab ich die Schnauze voll, ey. So zum Kotzen, ohne Spaß. Ja, davon gibt's wieder ordentlich Minuspunkte. Für eine Partie, die du hättest niemals verlieren dürfen. Boah, nee. Ich weiß noch nicht, was ich sagen soll. Ich fühle mich da halt immer komplett verarscht. Das ist echt Bullshit. Ich weiß nicht. Ihr könnt das doch nicht anders sehen. Ihr könnt es einfach nicht anders sehen. Ich sehe das auch nicht nur durch die Emotionen so. Das ist einfach komplette Verarschung. Dies ist einfach komplette Verarschung. Mann, 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 ey, ich komm da drüber nicht hinweg, wie ein das Spiel so krass in die Scheiße reitet. Ey, echt so eine geile Rückrunde gespielt, dass Dortmund auch immer gewinnt. Dortmund ist eine gute Mannschaft, keine Frage, aber ist das denn nötig, den Spieler so zu verarschen, wenn der Spieler seine Mannschaft deutlich besser ist? Ist es denn nötig, den so zu verarschen? Ich kann verlieren, ja, auch wenn es oft nicht so wirkt, als könnte ich verlieren. Aber ich kann halt verlieren, wenn das alles fair und sachlich abgelaufen ist und nicht, wenn ich das Gefühl habe, das Spiel wirft ein Skript ein und dann läuft alles gegen dich. Das habe ich ja schon kurz vor dem Elfmeter gesagt und dann danach war ja eh alles klar, ne? Deswegen freut man sich dann auch über seine Tore nicht, wenn man weiß, es kommt ja gleich eh hinten wieder einer durch. Zack, Gegentor, fertig. Machst du nichts gegen, ne? Pech gehabt. Das ist doch sinnlos. Was soll das für ein scheiß Spiel, ey? Was hat das für ein Vorteil? Warum macht so ein Unternehmen sowas? Warum bauen die so einen Scheiß da ein? Gibt's doch bei FIFA auch, dass da irgendwie so ein Skript kommt. Und das ist nicht nur ein Gefühl, um seine Niederlage irgendwie zu rechtfertigen. Nee, das ist so.
kotzt mich das an. Sidima will immer noch keine übernehmen. Wenn den jemand haben will, solltet ihr euch beeilen. Super Spieler, wird bestimmt nicht lange mehr so bleiben. Also, dass er ein guter Spieler ist schon, aber dass der Name dann noch zu haben ist. Tja, Dortmund hat wahrscheinlich einen einfachen Gegner, deswegen werden wir Dritter bleiben. Ist immer noch ein solides Ergebnis, aber ich wollte den zweiten Platz mit allen Mitteln halten. Das habe ich auch gesagt. Und jetzt ist das wie eine Enttäuschung einfach. Deswegen mache ich schnell auch den letzten Spieltag hier. Sofort Berechnung. 3D kann ich mir nicht mehr antun. Ist das echt zum Kotzen, ey. Da macht das auch keinen Spaß, sich hier über den Sieg zu freuen, der wieder relativ klar werden wird. Mann. Goretzka mit 3 Torvorlagen, 2 Eigentore. Draxler 6-0, Selke 7-0. Wir haben Wut im Bauch, Selke 8-0, Lacazette 9-0. Wir hatten ordentlich Wut im Bauch. Und Kaiserslautern hat das zu spüren bekommen. Und Dortmund gewinnt natürlich, wir bleiben auf Platz 3, das ist so räudig. Ernsthaft. Hätte Dortmund sich den zweiten Platz ordentlich verdient, hätte ich nichts gegen gesagt. Aber so ist es einfach nur räudig. Bremen, Leverkusen 1-1, Köln, Mainz 3-2, Hannover 4-1 gegen Leipzig, Dortmund gewinnt 3-1 gegen Hertha, Stuttgart, Hamburg 0-0, Gladbach gewinnt 2-1 gegen Schalke, Bayern gewinnt 4-0 gegen Freiburg, wir 9-0 gegen Kaiserslautern. Daran spürt man doch, wie frustriert unsere Jungs waren, ja, und dass das vorher einfach nur Verarschung gegen Dortmund war. Hoffenheim gewinnt 2-1 gegen Paderborn. Oh Mann, ey. Lacazette, Selke, Goretzka und Rüdiger in der Elf des Tages. Brooks und Sané wieder mal. Boah, dadurch kriegen wir weniger Preisgelder und das ist alles so beschiss, ohne Spaß. Nationaltrainer von Deutschland werde ich sicherlich nicht nochmal. Wen hat denn Tahiti in der Gruppe? Das wäre sicherlich was Abenteuerliches, aber da kann man sich nichts Langfristiges aufbauen. Wie haben die sich denn für die WM qualifiziert, Tahiti? Tahiti, Niederlande, Marokko, USA. England hat wen in der Gruppe? England hat... Serbien, Kamerun, Dänemark, machbar. Ich nehme einfach England. Mal was anderes als deutscher Nationaltrainer. War man ja schon zweimal, glaube ich, hier. Mindestens zweimal. Hatte ich jetzt so auch nicht in Erinnerung, aber beim Highlight-Video habe ich es festgestellt, dass wir schon zweimal Manager bei, also Bundestrainer waren. Ja, hier zählt ja immer ein mehr, 7. 6 Talentsterne ist eigentlich 7. Ich weiß nicht, warum die das hier nicht hingekriegt haben, das ordentlich zu programmieren. Joe Hart kommt mit, Forster kommt mit und Kevin Ekins, unser Ex-Spieler, kommt auch mit von Leipzig.
mittlerweile bei AS Rom, dort Stammkeeper. Also wie die beiden sich entwickelt haben, ist der Wahnsinn. Rechtsverteidiger Nathaniel Klein natürlich und Carl Jenkinson. Schneller Mann. Kyle Walker mag ich überhaupt nicht. Mag hier ganz gut sein, aber nicht mein Fall. Luke Shaw und Leighton Baines kann man beide mitnehmen. Alter ist mir in der Nationalmannschaft gerade egal. Phil Jones, Corker, Smalling müssen wir wohl mitnehmen. Godden ist noch wie lange verletzt? 9 Tage, das sollte eigentlich hinhauen. Können wir mitnehmen. Ansonsten Isaac Hayden, der ist noch jünger. Mika Richards können wir auch noch mitnehmen. Ist ja erstmal der 35er Kader. Swift auf der 6, ansonsten interessiert mich hier keiner. Milner, rechtes Mittelfeld. Sterling, linkes Mittelfeld. Wilshere, Henderson, Ward-Prowse. Chamberlain. Lallana. Auch sehr schwach geworden mittlerweile. Wo spielt der? Bei Toulouse. Barclay kommt mit Tom Cleverley, Spielmacher. Müssen wir wohl leider mitnehmen, da wir sonst keinen haben. Ansonsten haben wir hier auch keinen Spielmacher. Das ist ja erbärmlich. Englische Nationalmannschaft ist nicht mehr so geil. Storage. Jay Rodriguez. William Keane. Können noch ein paar mitnehmen. Walker, Bertrand. Downing. Eric Dyer. Ach, Mann. Ich mache hier auch gleich einen Cut rein. Lacazette ist auch nicht Torschützenkönig geworden, war ja zu erwarten. Aber es wurmt mich echt, dass es so versaut wird. Weißt du, wir hätten definitiv noch besser dagestanden. Partner oder Arbeit, da geht erstmal das Jugendteam immer vor. Ja, natürlich sind enttäuschte Gesichter. 51 Millionen ist schön, aber wir hätten das noch definitiv mehr bekommen können. Wir hätten da mehr Geld für bekommen können. Gut, das Spiel der zweiten Mannschaft nehmen wir noch mit. Ist das ärgerlich. Lacazette wird bester Spieler, bester Torschütze, Draxler, Liebling der Fans, Selke, häufigster Spieler des Spiels, Torschütze des Jahres gibt es keinen. Haben wir wohl keine schönen Tore geschossen. Oder wir machen noch bis zum Urlaub, machen wir noch durch. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich alle Spieler in die erste Mannschaft schiebe. Oh, hoffentlich stürzt der jetzt nicht ab. De Bruyne. Ja, Absturz war klar. Mann, leckst du mich fett. Naja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Dann baue ich halt doch einen Cut ein. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Schreibt Kommentare. Seid fleißig, wenn ihr Jugendspiele übernehmen wollt. Wie fandet ihr unsere Saison? Wie fandet ihr das Dortmund-Spiel? Da interessiert mich eure Meinung immer noch. Ansonsten wisst ihr das Altbekannte. Ihr müsst verstehen, dass ich jetzt nach dem Absturz nicht gerade in bester Laune bin. Also bis zum nächsten Part. Ciao.